23. Perine, 1027 nach Bosbarans Fall. Die Untoten wanken unaufhörlich auf euch zu. Zwar ist dies schon seit Wochen klar, doch nun mit der Finsternis im Rücken können sie unaufhörlich in Richtung Werheim zumarschieren, zermalmen mit ihrem eitrigen Griff alles um sie herum. Nach den Berechnungen von Ömer habt ihr noch 2 Tage Zeit, bis die Hölle hereinbricht. Oder ein? Die letzte Schlacht der Menschheit gegen Grassassor und Galotta, die bevorsteht. Die Stadt aus Eisen brummt. Nachdem ihr euch gestern mit euren Mann unterhalten habt und die krankhaften Auswürfe der Plagenknolle nach und nach abgeschüttelt habt, könnt ihr jetzt das erste Mal wieder schlafen. Die Zwerge allerdings nehmen darauf keine Rücksicht. Unter dem Fenster eurer Taverne rumpelt es. Schweres Belagerungsgerät wird durch die Straßen gezogen. Kräne buxieren Schiffsartillerie auf die hohen Türme und Sprengstoffe werden weiter gemischt, vergiften die Luft und lassen sie etwas grün fluoreszieren, auch zu diesem frühen Morgen. Und so könnt ihr aufstehen. Ömer ist der Einzige, der noch mit seinen krankhaften Bläschen zu kämpfen hat, die der Zartempel noch nicht ganz kurieren konnte, aber mit etwas Zeit wird das wohl doch sicherlich, hoffentlich, wieder sich beruhigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Sieht immer noch furchtbar aus, Ömer, wenn ich das behaupten darf. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit, dankeschön. Ich wollte sowieso noch mal in den Zartempel gehen und gucken, ob ich mir noch mal ein Bad von der heiligen jungen Herrin genehmen darf, um vielleicht ein wenig mehr zu genesen. In der Schlacht dann nicht der Krankheit erliegend flach zu liegen. Und den meisten von uns scheint die Krankheit ja bereits gewichen zu sein. Das Einschließen in der Kammer hat seinen Zweck wohl erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir sie nie wieder dort hinausholen müssen. Ich fürchte, das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich denke auch, dass wir sie spätestens in 2 bis 3 Tagen dort wieder herausholen müssen. Wir werden sehen, was die Hofmager vorhat. Es gibt immer einen Weg, der ohne dämonische Artefakte zu gehen ist. Ja, während ihr gerade beim Frühstück sitzt und das erste Mal wieder was Richtiges esst, was zum Beispiel aus Brot besteht, denn das wurde euch die letzten Tage verwehrt, könnt ihr sehen, wie Jelef Ibn Yasafar mit einem Tee in der Hand dampfend auf euch zukommt, noch ein bisschen dran schlürft und euch dann über seinen Bart hinüber zulächelt. Ah, Kollege, was haltet ihr davon, wenn wir den Gerätern einen guten Besuch abstatten und doch einmal nach dem Konvent schauen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele von ihnen dann letztendlich an der Schlacht teilnehmen, aber ich denke doch, oder ich hoffe doch, dass einige uns begleiten wollen. Eine hervorragende Idee. Hattet ihr übrigens schon so etwas wie einen Stundenplan zusammengestellt? Irgendwelche Konventsthemen, die euch besonders interessieren? Nun ja, in letzter Zeit interessiert mich natürlich Elementaristik ungemein. Ein faszinierendes Thema. Ja, schön zu hören. Wobei ich... Ach ja, richtig. Ich hatte hier diesen Brief von einer guten Freundin. Den soll ich euch überreichen. Ah, vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich wisch dann mein Messer am Serviette ab und schlitze diesen Brief an der Kopfseite auf und lese ihn. Geschätzter Kollegus, wir sind über die Vorkommnisse in Al-Anfa informiert und belächeln meine befreundeten Spektabilitäten ob ihrer Entscheidung. Ich weiß nicht, was euch dazu trieb, den Kantus in der Stadt des Raben zu lernen, doch soll mich dieser nicht kümmern. Eure Fähigkeiten, eure Taten sind uns ebenso bewusst, weshalb wir davon absehen, euch eine Gebühr abzuverlangen, sondern euch freudig in der großen grauen Gilde des Geistes willkommen heißen. Ihr müsst euch allerdings diesmal um meine eigene Akademie kümmern und diesseits mit den Spektralisten selbst klären. Punin sprach gemeinsam mit Magister Iulaus gut über euch und bedauerte nur euren Kurzweil vor Ort. Belhanka lobte eure Reiselust und würde euch selbst gar als Lehrmeister einstellen mögen. Kunjons Okarim würde euch für eine lächerliche 7x7 Dukaten Spende aufnehmen. Festum sprach gut von euch, wünschte sich aber mehr alchemistische Kenntnis. Anagas bietet euch 5 Schweine und 10 Fässer Eichelbier,
wen ihr als Lehrmeister dort einzuhaltet. Ihr seht, sprecht auf dem allaventurischen Konvent am 21. per Rainer mit den Spektabilitas für Aufnahme. Es grüßt Prischia von Galischkrötz, Konduktator Prima der großen grauen Gilde des Geistes. Da können wir wohl bald sagen, von Andergast, oder haben wir? Ich verzichte auf eine. Nun ja, in Lohn und in Naturalien. Ich denke, Punin ist eine solide und sehr, sehr gute Akademie. Außerdem habe ich dort bereits etwaige Kontakte geknüpft. Ich freue mich schon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Fräulein von Spurgesen, wollt ihr uns begleiten oder zieht ihr es vor, hier mit Sekretär Samra zu bleiben und zu studieren? Ich muss natürlich erst meine Hauptfrau fragen. Wenn sie eine Aufgabe für mich geplant hat, dann werde ich ihr das nicht verwehren. Beherrscht ihr denn selbst den Cantus des Transversales oder muss ich euch mitnehmen? Sonst kommt einfach nach. Den beherrsche ich nicht, ja. Na dann sputet euch auf. Wenn mein Tee kalt ist, dann geht's los. Ihr wollt jetzt nach Gareth? Ja, selbstverständlich. Habt ihr nicht verstanden? Ich dachte, die Kollegen hier ziehen. Die Kollegen, die hier sind, wollt ihr treffen. Es ist eine Schlacht. Wir können doch nicht einfach hier von einer Schlacht weggehen. Ja, seht ihr hier denn irgendwelche Untote? Noch nicht. Der Konvent läuft bereits seit 2 Tagen. Was glaubt ihr denn? Also, ich meine, ich kann natürlich auch im Selander gastieren oder in der magischen Rüstung, aber ich ziehe es vor, dass ich mir morgens meine Berichte hier hole, einen guten Tee trinke und dann mit einem Transversalis dahin aufbreche, um mir dann etwas Neues von Maya Vira anzuhören, die Magie der Elfen oder so etwas. Ich glaube, heute soll Kajunon Silberbrauer etwas über Tarsonius von Betana erzählen. Ich fürchte, meine Kenntnisse in diesem Zauber sind nicht besonders ausgeprägt. Ich besitze ihn nicht. Deswegen muss ich wohl hierbleiben. So leid es mir tut, natürlich. Nein, ich kann euch auch mitnehmen. Wie gesagt, nur ihr solltet dann nicht hier herumspringen wie ein junges Reh. Das sollte allerdings jetzt Fräulein von Spurgelsen machen und sich die Erlaubnis von ihrer Hauptfrau holen. Auf. Damit schlürfen wir mal ein bisschen genüsslich. Ja, ich eile dann direkt los. Ja, du wirst würfeln meine Kassenwissenprobe. Ach nee. Ja, möchtest du nach Gareth oder nicht? Chippy für die 12? Für die 18 meinst du? Genau, fürs Charisma. Na schön. Na bitte, Gareth ruft. Oh, schön. Ja, dann kannst du Sagetta da Sambra rechtzeitig finden. Ist dann natürlich auch irgendwo bei oder in der Nähe von der ersten Hofmarke anzutreffen. Kannst du dann wieder nach oben zur Kaserne bzw. zur Burg Kamalet laufen und dort dann mit Sagetta da Sambra absprechen. Sie ist nicht begeistert, aber sie lässt es dir mal durchgehen. Du sollst aber bitte heute Abend wieder da sein. Das verspreche ich natürlich, Hauptfrau. Ja, und dann mache ich mich im Schweinsgalopp wieder zurück, damit ich den Erzmagus noch vor seinem Tee beendigen antreffe. Ja, gerade rechtzeitig kannst du erkennen, wie er wohl seinen Tee beiseite gestellt hat, steht jetzt mit Abelmir in einem Kamin, hat bereits gerade die Hände verschränkt, als du dann wieder zurück in die Taverne eintrittst und kannst dann auf sie zueilen. Das tue ich auch, wink den anderen noch mal kurz zu und dann trete ich in den Kamin. Immer sieht enttäuscht aus. Etwas enttäuscht nimmt ein Silberstück rechts auf ihm rüber. Na, ich hätte gedacht, sie schafft es nicht. Ja, auf ihm steckt es ein. Ich glaube, jetzt bist du nur noch 5 Dukaten vorne. Ich hol dich wieder ein. Eine Wette nach der anderen. Du solltest mit dem kleinen Mann keine Wetten abschließen, Rafim. Da verliert man. Ja, und dann ich gewinne doch. Hast du es nicht gesehen? Dann blitzt es einmal, nachdem Isarun die Hände oder den Arm von Magister Yasafa genommen hat. Ein bisschen Staub und Asche wird aufgewirbelt und der Kamin ist wieder leer. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sitzen hier und warten darauf, dass Galotas Schergen endlich eintreffen und die spazieren in aller Entspanntheit nach Gareth. Ja, die haben es ganz schön drauf, das stimmt, im Gegensatz zu uns Fußgängern. Wo sind die denn jetzt hin?
Dann quäle ich den Limbus nach Garrett, wenn alles richtig läuft. Und der Limbus ist? Die Nichtwelt. Und die Nichtwelt ist? Allgegenwärtig und doch räumlich von hier losgekoppelt. Naja, sagen wir einfach, sie sind puff, wir machen hier puff und tauchen jetzt in wenigen Bruchteilen von Augenschlägen wieder in Garrett auf. Ah, okay. Wenn alles falsch läuft, dann tauchen sie nicht in Garrett auf, sondern irgendwo, vielleicht in Myranor, im myranischen Land oder so etwas. Ah. Anstatt hier zu sein, wo sie gebraucht werden. Und dieses Risiko nehmen sie in Kauf. Also ist es ein Zauberdings? Ja, eine Art Zauberreise, genau. Ah, okay. Ich hoffe, sie denken dann beim Rückflug hierhin, wenn die Untoten in der Nähe sind und viele Dämonen, dass sie dann schon mal dafür vorsorgen, dass sie sich einen guten Guardianen zurechtlegen. Überlegt einmal, wenn heute Mittag irgendetwas vorfällt und sie in aller Ruhe bei ihrem, wie hat er es genannt, ach, was weiß ich, für einem Seminar sitzen. Ja, du musst das... Ach, die Schlacht wird auch mehrere Stunden dauern. Vielleicht sogar Tage, je nachdem. Ja, also ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall erstmal noch in den Zartempel, in den Baden und dann wollte ich mich darum kümmern, dass meine Waffen ausgebessert werden. Oh, das muss ich auch noch machen. Der Punkt. Ja, ich habe das Schwert schon mal neu geschliffen, aber die Rüstung hat an einigen Teilen angesetzt. Nicht, dass mir am Ende irgendwo noch ein Riemen aufgeht. Ich habe mir sagen, dass mein ganzer Rücken von meiner Rüstung ist schwarz. Ich muss mir da ein paar neue Lederfetzen wohl suchen. Ja. Also ich werde mich heute zu meinen Brüdern und den Chorgeweihten begeben. Mal gucken, vielleicht wird ja eine Zeremonie abgehalten. Wie wär's, wenn ich nach dem Baden noch zu deinen Brüdern komme? Gucken, ob du dich da irgendwo findest und dann gehen wir gemeinsam irgendwie los, den Schmied suchen. Mal gucken, dass wir das hier ausgebessert bekommen. Das ist eine gute Idee. Ja, geh einfach dahin, wo die am lautesten schreien und die am besoffensten sind. Da sind wir meist. Ach, ich frag mich einfach durch, ich finde euch schon. Gut, gut. Wollt ihr mitkommen, Jalan? Das ich denke, ich werde mich dort anschließen, ja. Das wird super. Wollt ihr mit mir gemeinsam baden, Jalan? Nicht so ungut, aber nein. Wir wissen nicht, welche Resteffekte noch an euch hängen. Das stimmt, das weiß ich auch nicht. Ich wundere, ob sie überhaupt jemals wieder weggehen. Ach, stellt euch nicht so an. Es wird schon werden. Wenn es schlecht läuft, sind wir eh alle tot in 2 Tagen. Macht euch mal nicht so viel Sorgen. Oder wir reiten nach Süden. Zwinker. Rafim haut sich auf einmal auf einen kleinen Geldbeutel, der an seinem, Gürtel hängt. Du weißt ja, ich bin vorbereitet. Der Koffer ist gepackt. Rafim. Ja! Wenn ihr desertiert, werde ich euch an euren eigenen Stiefelriemen aufknüpfen. Wir desertieren nicht. Wir halten uns nur alle Optionen offen. Falls das Mittelreich fallen sollte, muss ich ja bereit sein, an Anfa zu halten. Wenn das Mittelreich fällt, ist das Ende aller Tage gekommen. Es ist dann ganz egal, wo ihr noch seid. Naja. Das sind. Ja, ihr seht das alles zu dramatisch. Aber ich kann verstehen, dass ihr den Untergang vor euch seht. Ich meine, die mittelreichische Armee soll uns verteidigen, das kann ja nichts werden. Aber mal gucken, vielleicht können wir die ja noch retten. Ihr solltet lieber die Götter um Vergebung für eure Sünden bitten, solange ihr noch könnt. Meine Seele ist rein. Aber ja, Jalan, wir sollten die Chorgewalten nicht warten lassen, nicht dass die mit dem Blutopfer ohne uns anfangen. Wenn ich das verpasse, bin ich auch so angepisst. Und dann mal los. Dann bekomme ich bitte von den beiden Magiern einmal ein W20 und bitte eine Intuitionsprobe. Aua. Der kalte Griff des Limbus schließt sich um eure Lunge, drückt euch sämtliche Luft aus dem Körper. Ihr habt kurz das Gefühl zu ersticken. Kein oben, kein unten. Ihr schwebt, steht auf dem Kopf, taucht. Ihr habt das Gefühl, dass ihr irgendwo anders seid. Irgendwo dahin, wo der Mensch nicht gehört. Über euch könnt ihr eine riesige Festung schweben sehen, die durch den Limbus treibt. Und dann seid ihr wieder weg. Klatscht auf den Steinboden der Akademie und Blut läuft euch aus der Nase. Ihr bekommt 18 und 17 minus 5, SPA, Schadenspunkte Ausdauer. Das heißt, 17 minus 5 sind 12, sind 6 echte Trefferpunkte.
die ihr durch den Limbus bekommt. Könnt ihr dann aber noch rechtzeitig sehen, während ihr dann zu Bewusstsein kommt. Neben euch steht Jelef Ibn Yasafa, macht ebenso einen Schritt gerade aus dem Gang heraus und steht dann in einer Tür. Ihr könnt ihm intuitiv folgen und könnt dann verhindern, dass gerade ein laufender Schrank über euch herüber poltert und euch dann unter sich begräbt. Während ihr dann euch noch kurz weiter orientiert, könnt ihr sehen, wie wohl ein Magier auf diesem Schrank sitzt, ihn versucht so ein bisschen zu reiten und euch noch sowas ruft wie: Entschuldigung! Hey, hier ist rechts vor links! Idiot. Wie, was? Aber... Oh. Was war das denn? Das war ja fürchterlich. Um euch herum im doch recht engen Gang könnt ihr erkennen, wie unglaublich viele Zauberer hier in Konventsgewand, mit Hut, mit Krempe, einige sogar dann auch mit einer seltsamen Kappe mit Hörnern herumlaufen und geschäftig mit mehreren vielen großen Büchern oder Pergamentrollen umhergehen, laufen, teilweise auch schweben. Ihr könnt sogar sehen, wie einer, ungefähr 5 Meter von euch entfernt, über so eine Kreuzung, schwebt da in der Luft mit seinem fliegenden Teppich. Es ist unglaublich laut, voll und Chaos. Ich stehe erstmal auf, streiche meine Rüstung glatt. Ich bin dann noch immer in voller Kampfmontur. Und guck mich erstmal um, wo ich auch bin. Welchem Gebäude, welchem Haus? Hast du noch nie gesehen. Ja, du bist wohl irgendwo im Inneren einer Magierakademie. Hübsche, helle Steine. Und ja, niemand scheint das jetzt zu kümmern, dass ihr hier mitten im Flur aufgetaucht seid. Ich probiere mich zu erinnern, wo der Konvent stattfinden sollte. War es in der magischen Rüstung oder in der Schwert und Stab? Der Konvent wird von beiden Akademien ausgerichtet. Ah, Isa, und kennt ihr euch? Wo sind wir hier? Ja, wenn nicht in der Schwert und Stab sind, in der magischen Rüstung. Ja, das ist mir auch schon klar. Aber es ist eure Heimatakademie, müsst ihr euch auskennen. Ich vermute, wenn's ihr habt euch noch nicht eingetragen, oder? Ich glaube, demnächst sollte es losgehen. Ist natürlich jetzt die Frage, was ihr hören wollt. Merich Bentuleiman berichtet, glaube ich, jetzt gerade über die elementare Verständigung. Wenn euch das interessiert. Ansonsten, damit blickt da mal zu dir, Abelmir. Euer Freund Derion Derial von Zornbrecht Lomarion wird wohl gerade etwas über den Blick in die Vergangenheit berichten. Iserun guckt, als hätte sie gerade in eine Zitrone gebissen. Ich denke, die elementare Verständigung ist ein akkurates Thema. Wir wollen noch nicht gleich Aufmerksamkeit erregen, nicht wahr? Wollt ihr mich begleiten, Isaru? Natürlich. Ja, dann hake ich mich, du hakst dich bei mir ein oder umgekehrt und guck mich mal nach einem Führer um, wo es lang geht. Ja, Jelef greift sich gerade wohl an sowas wie ein kleines Medaillon oder so. Du hast es bisher zumindest an ihm noch nicht gesehen, deutet da wohl irgendwie drauf. 3 Umdrehungen sollten genügen und damit geht er in eine andere Richtung, was auch das für eine Bedeutung haben sollte. Ich halte mal einen Magier an oder einen Bediensteten, der hier rumläuft. Entschuldigt? Ja, was kann ich für euch tun? Der Vortrag über elementare Verständigung, wo findet der statt? Ich glaube, das müsste der große Hörsaal sein. Nee, der kleine, das ist im ersten Stock. Hier die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Ich war selber noch nicht da, aber elementare Verständigung, er schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Du siehst wohl, er ist wohl irgendwie Graumagier, genauer kannst du es nicht klassifizieren, müsstest du jetzt seine Hände sehen. Murmelt dann wohl irgendwas noch von Prisharongales, Garnischkreuz und Arkanen Analysen oder so und dann geht er selber in einen anderen Hörsaal. Mit sowas Verwirrtem seid ihr jetzt in einer Gilde. Nicht verwirrt. Beschäftigt. Naja. Ich schaue mich mal um, ob es hier irgendwie Programme gibt, also was noch für Vorträge kommen. Ja, wir haben viele, viele Programmpunkte. Vor allem dann jetzt am Vormittag wird, das hatte ich ja schon gesagt, Kajunon Silberbrauer einen Vortrag halten über Tarsonius von Betana. Wisst ihr denn, wer der Tarsonius von Betana ist? Später bekannt als Borbarat. Genau das. Ansonsten Mayana Vira über die Magie der Elfen, Merech Bentuleiman über die elementare Verständigung, das ist das, was ihr euch jetzt ansehen wollt, und gleichzeitig mit Diri und Dirial der Blick in die Vergangenheit.
Dann wird es wohl noch einen Magus geben, der über die Filiasson-Saga berichtet. Hat er wohl als Schiffsmagier oder sowas gedient und wird da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ansonsten gibt es ein paar Abstimmungen und Ratifikationen der Akademien. Später am Tag wird dann noch die Zauberschule des Kalifen von Merwet einen Vortrag halten. Ja, es gibt dann noch Vorträge von der Halle der Erleuchtung in Al-Anfa. Dann wird Igor Rastinger über natürliche Heilverfahren erzählen. Gendera Aere Feriel über die Gestaltung von Zaubermatrix. Brigon von Erkenstein über den Codex Albyricus. Da gibt es wohl ein paar Neuerungen. Die Bücher sind natürlich schon wieder neu gedruckt worden und liegen dann zur freien Mitnahme bereit, wenn ihr möchtet. Rayano Mendelis wird über den Nahkampf mit dem Zauberstab berichten. Also der ganze Tag ist vollgepackt und niemand scheint sich über die Schlacht in Werheim zu interessieren. Sieht auch nicht so aus, als ob da irgendjemand gerade ja, sich drüber unterhält, der da irgendwie sich drum kümmert, sich drum bemüht. Es ist, als ob man in einer anderen Zeit gelandet ist. Es ist erstaunlich, wie sich der Mensch von bestimmten Ereignissen abkoppeln kann. Ich fürchte nur, der Krieg wird sie auch hier erreichen. Aber nun gut. Wir haben nur kurze Zeit. Wir sollten diese Zeit nutzen. Und ich ziehe dich, zieh dann in Richtung Treppe. Ja, ich guck mal, ob das mit der Richtung stimmt. Ich kenne mich ja in Gareth besser aus und bin vielleicht schon ein paar Mal im Gebäude gewesen. Da kannst du von ausgehen. Also ihr mögt euch vielleicht nicht unbedingt, aber respektieren tut ihr euch dann trotzdem oder tolerieren. Ja, wenn ihr euch dann umseht, könnt ihr das noch ausgewiesen finden, könnt dann in den kleinen Hörsaal treten und seht dann auch, wie Jelef eben Yasafar da sitzt, obwohl er in eine ganz andere Richtung gegangen ist und auch die Treppe nicht benutzt hat. Er sitzt da schon und winkt euch dann heran, hat euch zwei Plätze freigehalten. Ah, vielen Dank, euer Spektualität. Ja. Danke sehr. Okay. Setzen wir uns hin. Ja, ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr den ganzen Tag in Gareth nur etwas über die elementare Verständigung hören wollt, beziehungsweise wirklich nur auf dem Konvent teilnehmen mögt, oder ob euch noch irgendwas anderes in Gareth wichtig ist. Ansonsten gehen wir wieder zurück nach Werheim, wo die anderen gerade bei einem Händler stehen und Waffen nachkaufen. All eure Waffen, die ihr hattet, so wären sie nicht magisch oder, ja, vor allem geweiht. Sofern sie nicht geweiht waren, sind verrostet. Unaufhaltsam. Das betrifft dann vor allem die Dolche, das betrifft dann teilweise auch Kettenhemden, Rüstungsteile, alles was irgendwie aus Metall ist, müsstet ihr nachkaufen. Soll nicht das Problem sein, ihr habt sowieso irgendwie immer genug Geld oder auch Einfluss. Aber schon erstaunlich, was die Plagenknolle so alles vermag. Was ist denn mit den besonderen Gegenständen, die vom Meisterschmied aus Gareth gefertigt worden sind? Sofern sie nicht geweiht sind, also ich weiß ja zum Beispiel, dass Jarland Streitkolben eine Boronweihe hat, dann sind die auch verrostet. Also das heißt, Toschko-Kettenhemd ist kaputt und meine 1000 Dukaten. Ich glaube, Toschko rostet nicht. Doch. Ist ja kein Eisen, das kann nicht rosten. Hast du dafür einen Beleg? Dass dein Hauptbesitz kaputt geht. Zumindest ist es sehr stark zerfressen. Du kannst es wohl noch benutzen, aber es hat auch gelitten und müsste dann demnächst mal bei einem Meisterschmied repariert werden. Da müssten dann einige Ringe ausgebessert werden. Aber für diese Schlacht wird es wohl noch halten, gerade wenn es dann eben so hochwertig ist. Wenn es dann irgendwelche zwergische Stahllegierungen oder so sind, dann wird das wohl besser halten als das, was von einem menschlichen Schmied kommt, der dann mit normalen Metallen arbeitet. Hat mein 500 Dukaten Zweihänder, den ich geschenkt gekriegt habe, weil ich das Turnier gewonnen habe, hat's den zerlegt oder ist der noch? Deine eine Waffe hatte, glaube ich, eine Core-Weihe drauf. Ja, der ist unverändert. Und das andere, den hatte ich dir, glaube ich, musst du eben nochmal reingucken, ob da eine Rondra-Weihe drauf war. Ich weiß es nicht. Ja, Moment, die ist ja eh nach einem Tag weg. Ich glaube, da war eine Core-Weihe drauf, aber eine Rondra-Weihe drauf. Aber du hattest dich auch noch nicht Rondra ungefällig verhalten, oder? Klar, doch, ich habe doch dem Typen eins in die Schnauze hauen wollen, als wir uns gerungen haben und ich wollte ihm mit meinem Arm die Schulter brechen. Dann ist die Rondra-Weihe weg. Ich glaube, du hast es auch gezogen, als du vor dem kleinen Kind standst, diesem Trollwolf, das Kind von Svanja,
Eher die andere Waffe, aber ja, grundsätzlich die andere war ja schon ja, weg. Ja, alles klar, dann ist es auch verrostet. Beim Thema okay. Andere Waffe, Rüstung und so. Hast du dich ungefällig verhalten? Dann nicht. Also nee. Wie gesagt, es sind halt Kleinigkeiten, sowas wie ein Dolch. Es ist auf alle Fälle auffällig, dass ihr da nachbessern müsstet. Das kann und darf und soll so nicht sein. Das soll euch jetzt, wie gesagt, nicht aufhalten. Aber ihr könnt dann, wie gesagt, so ein bisschen dann mal beim Händler dann diskutieren und nachfragen und ja. Ja, ich lasse meine alles reparieren bis oder erneuern bis auf mein Kettenhemd. Das muss halt so dann halt gehen. Kann er das zumindest übergangsmäßig reparieren? Das ist ja, halt doch, das kriegt er hin. Der hat zwar gerade alle Hände voll zu tun, aber für einen Krieger von der Basaltfaust lässt er auch alle stehen und liegen. Super. Seht euch das mal an. Mit dem Gürtel bin ich quer über Maraskan gereist und danach war er noch nicht so kaputt wie jetzt. Guckt euch mal mein 500 Dukatenschwert an, das jetzt Schrott ist. Ich meine, ihr solltet vielleicht auch keinen geliebtes Erbstück mit durch der Partien schleppen. Egal. Ja, Rafim nimmt das mal, das total verrostete, den total verrosteten Zweihänder, haut ihn mal auf den Boden, der zerspringt vermutlich seid aus seiner denn? Hand. Seid ihr denn? Ah, was tut ihr? Das hätte ich euch noch abgekauft. Nein. Der Händler springt hinter seinem Stand nach vorne und glaubt jetzt so diese brüchigen, rissigen, verrosteten Dinger auf und versucht die wieder so ein bisschen zusammenzutragen, schneidet sich dabei auch, sodass dann ein bisschen Blut von seinen Fingern dann auf die Straße fließt. Beim heiligen Leomar, Mann, das war... Das ist ein Haufen Schrott. Hier, könnt ihr haben. Ich nehme den Griff dann an mich und nehme mir vor, den irgendwann in... Nein, ich schenke dir dem Händler. So, der Händler, wir tauschen da. Ich möchte meine Rüstung repariert haben, er kann die Reste von dem Zweihänder gerne haben. Egal. Ist unser Geld verrostet oder rostet Geld nicht? Ist kein Eisen, kann nicht rosten. Eisenmünzen. Also Gold kann ja, okay, auch anlaufen. Kreuzer sind Eisenmünzen. Gold kann auch anlaufen, aber ja, also das Metall hat auf alle Fälle gelitten. Du wirst da so die eine oder andere Münze wirst du da mal rauskrümeln müssen. Ja gut, solange der das für alles unter 15 Dukaten repariert, ist mir das eigentlich alles herzlich egal. Weil zu viel Geld habe ich noch. Ich steck pack meinen Rostsäbel wieder ein. Ach, dann benutze ich den eben in rostigem Format. Ach, der wird doch keinen Schlag halten, hast du es auch gesehen hier. Mein 200, den hat es direkt braucht zerlegt. Braucht der auch nicht. Wenn ich noch ein bisschen weiter verfaule, laufe ich einfach gezogen Säbel zwischen Untoten her und keiner sieht, dass ich gar nicht dazu gehöre. Ich dachte immer... Irgendwer sagte doch, dass Untote nicht wirklich sehen können. Aber damals ja, das war doch auch nur ein Scherz für die Sehenden. Ach so. Wieso können Untote denn nicht sehen? Und als wir in der Blutigen See waren, erinnere ich mich noch, sagte jemand, Dämonen und Untote würden nicht wirklich mit ihren Augen sehen, so wie wir, sondern... Ich bin mir nicht sicher, sie sehen, glaube ich, die Lebenden direkt oder so. Dämonen nicht unbedingt, aber Untote auf jeden Fall. Was soll das denn bitte überhaupt heißen? Dass sie eine Art, naja, so wie du Wärme spürst auf deiner Haut, so spüren sie Lebende in einem, ich glaube, so 10 oder 20 Schritt Umkreis um dich rum. Aha. Deswegen müssen Skelette ja nicht unbedingt Augen haben, um auf das Richtige einzuschlagen, auch wenn man das Gefühl hat, dass sie ohne Augen nicht wirklich irgendwas treffen. Stimmt, du hast recht, die haben gar keine Augen. Du hast recht. Jetzt, wo ihr es sagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Also über die Augen von Skeletten. Naja gut, meine Rüstung sieht wieder einigermaßen annehmbar aus. Ich denke, wir können uns jetzt mal zu den Chorgeweihten begeben. Das wird lustig. Lasst euch nicht wieder einen Kratzer reinmachen. Meint ihr ein bisschen Blut opfern? Zu dem Ehren des Herrn des Manticores? Natürlich. Ich meinte eigentlich nicht, dass ihr euch so verdreschen lasst, dass ihr hinterher wieder zum Reparieren müsst, aber... Ach so, ja, verdreschen. Ein, zwei gute Schläge werden da ausgetauscht. Nicht mehr. Ich bin sicher, wir kriegen das hin.